Hallo, ich bin der David Schmidt, ich bin 24 Jahre alt und bin der neue Halbrechte. Im Hintergrund siehst du schon die Mercedes-Benz Arena, die Scharena und Porsche Arena. Du als Karlsruher, wie stehst du da zum Stadion vom VfB Stuttgart? Also ich war auch schon mal drin, aber als Auswärtsfan, nämlich vom KSC. Aber die Rivalität, also die ist jetzt zu mir noch nicht so rübergeschwappt. Also ich bin da nicht irgendwie infiziert von manchem Hass, den eben beide Fangruppierungen so gegenüber oder gegeneinander haben. Von daher sehe ich das recht entspannt. Ich denke, ich werde jetzt auch in meiner Stuttgarter Zeit ab und an mal ins Stadion gehen. Du wohnst in Stuttgart im selben Haus wie Tobi Schimmelbauer. Wie kam es dazu? Ja, der Tobi hat mir einfach mal geschrieben, hat gesagt, ja, über ihm wird eine Wohnung frei. Und dann habe ich mich darauf beworben und hat glücklicherweise dann die Zusage auch vom Vermieter, weil die Lage ist echt super. Ich bin total glücklich dort und mit dem Tobi hat man, denke ich, auch nicht den schlechtesten Nachbar. Gab es da schon Beschwerden, wenn du gerade die Nachbarn ansprichst, wegen Ruhestörung? Nee, zum Glück ist es ja ziemlich warm gerade zur Zeit, deswegen verbringen wir recht viel Zeit draußen. Also wir haben schon das eine oder andere Stadtfest mal kennengelernt, von daher verbringen wir relativ wenig Zeit in der Wohnung, von daher gab es auch keine Klagen wegen Ruhestörung. Dein Lieblingshotspot in Stuttgart? Zurzeit eigentlich noch bei uns die Metzgerei, mag ich ganz gerne, der Platz im Westen. Da sitzen wir relativ häufig und essen mal Mittag oder auch zu Abend. Und den Rest muss ich noch kennenlernen. Also ich war jetzt schon auf ein paar Stadtfesten, die haben mir alle sehr gut gefallen, gerade das Bodenviertelfest. Aber jetzt mal den Schlossplatz habe ich noch nicht kennengelernt, da war noch nicht die Zeit dazu, aber die werde ich mir jetzt in der nächsten Zeit nehmen.